Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Beauty Mama XL. Ich habe mir mal wieder etwas gegönnt und zwar habe ich ja in der Schwangerschaft sämtliche Beautyboxen wie die Douglas Box oder die Glossy Box oder die Fairy Box abbestellt und jetzt, weil ja bald Muttertag ist, habe ich mir gedacht, ich gönne mir mal wieder was und habe mal ein Probeabo der Gala Beauty Box abonniert und die zeige ich euch jetzt. Viel Spaß! Nicht wundern, warum ich hier so komisch da sitze wie die Henne auf der Stange, aber ich habe heute jetzt nur ganz schnell das Stativ aufgebaut und die Kamera drauf gesteckt, weil die Kleine ungefähr noch 10 Minuten schläft und da habe ich jetzt nicht die Lampen aufgebaut und das Tageslicht geht einigermaßen, also die Hälfte meines Gesichtes könnt ihr ganz gut erkennen und die ist jetzt nicht ganz so wichtig. Deswegen sitze ich etwas weit vorne und der Sessel ist ganz da hinten, aber Hauptsache ihr seht, was in der Beautybox drin ist. Erstmal wurde hier so eine Gala-Zeitschrift mitgeliefert. Die gehört anscheinend immer mit dazu. Ich habe noch nie die Gala gelesen, also lasse ich mich mal überraschen, was da so drin ist. Klatsch und Tratsch habe ich früher gerne gelesen, zum Beispiel die InTouch. Aber eigentlich, seit die Kleine da ist, keine Zeit mehr dafür. So sieht die Box aus. Standardgröße so einer Box, würde ich mal sagen. Innen mit schwarzem Papier und roter Schleife. Ist hier eine schöne Karte, passend ja eigentlich auch zum Muttertag, aber es ist die Wedding Box, also anscheinend eine Themenbox. Und da steht auch drin, das finde ich sehr gut, steht auch drauf, was drin ist mit den Preisen. Also kann ich euch das quasi dazu sagen. Von L'Oreal ist hier zweimal so ein Gratis-Shampoo und eine Kräftigungsmaske Vitalität für geschwächtes Haar. Ja, kann ich mal ausprobieren. Die kostet, Originalgröße würde 6,99 kosten für 250 ml und ich habe 220. Die Maske 200 ml und das Shampoo 2×10 ml zum Ausprobieren. Dann Big Sexy Hair, das hatte ich schon mal in einem anderen Beauty-Päckchen. Haarspray ist ganz okay, würde ich mal sagen. Da kostet die große Größe 24,95 für 275 ml. Und das sind 45. Also ist mir definitiv viel zu teuer, würde ich mir niemals kaufen. Aber so für die Handtasche ist es schon mal ganz gut. Vor allem, wenn man dann an die Ostsee fährt, wo es ja immer windig ist, dann braucht man schon ein sehr gutes Haarspray, damit man nicht ausschaut wie so ein zerrupftes Huhn. Dann eine Mascara. Ja, ihr könnt es schlecht erkennen. Lash Express mit Hyaluronik von EB. Da muss ich jetzt mal nachgucken. Sagt mir gar nichts. Mascara. Etrebel heißt die Marke. Okay, Originalgröße würde 16,90 kosten. Das ist die Originalgröße, 8,5 ml, also 16,90. Ja, Mascara kann ich immer gebrauchen. Ui, hat ein Gummibürstchen. Sehr schön, ich mag Gummibürstchen. Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren und werdet ihr dann in meiner Aufgebraucht-Tüte landen und dann erfahrt ihr dann auch im Aufgebraucht-Video eine Review, wie ich die so fand. Love Me Green, das kenne ich, das war mal in der Fairy Box, glaube ich, drin oder in der Bio Box, ich weiß es gar nicht mehr. Also für die Marke kenne ich auf jeden Fall. 98% natürliches Gesichtspeeling. Ja, kann man auch fürs Dekolleté nehmen oder für den Hals. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren mit Bio-Orangenöl. Und es ist hundertprozentig auch eine Originalgröße und kostet 9,90 €. Ist Naturkosmetik, ist immer ein bisschen teurer. Da freue ich mich schon drauf, die auszuprobieren und die ganzen alten Hautschüppchen von meinem Gesicht runterzuschrubben. Trockenheitsfältchen, oh ja, habe ich. Mit freundlicher Empfehlung von Dr. Grandel ein Hyaluron-Feuchtigkeitsbooster für trockene Haut. Das sind Kapseln. Okay, werde ich auf jeden Fall ausprobieren.
Das Originalprodukt würde 36 € kosten. Mit 50 Milliliter. Freue ich mich drauf auszuprobieren, aber werde ich mir definitiv nicht kaufen. Finde ich zu teuer für so ein paar Ampullen. Dann ist hier von Bare Minerals so ein, ja, ich würde mal sagen, Make-up-Pröbchen. Das finde ich immer persönlich recht klein, wenn da nur so ein Plättchen quasi ist, um das ausgiebig zu testen. Das geht quasi nur für Stirn oder für die Backe, aber nicht fürs ganze Gesicht. Aber um mal die Konsistenz dieses Make-ups zu testen, auf der Handfläche würde das auf jeden Fall gehen. Und kostet, steht gar nichts drauf. Dann ist es wahrscheinlich nur so ein Brübchen, was reingelegt wurde. Dann finde ich das auch okay. Und ein Nagellack von Aden habe ich, glaube ich, auch noch nicht. Würde Originalgröße 2 € kosten. Und das ist die Originalgröße. Also 2 €. Eine sehr schöne, ja, Rosé-Cremefarbe, würde ich sagen. Mache ich auf die Zehennägel, da freue ich mich auch schon drauf. Ist eine schöne Frühlingsfarbe. Und dann ist, glaube ich, nur noch Werbung drin. Und wieder dieses Fusselzeugs, was dann immer und überall rumliegt. Ja, eine Werbung. Ihr persönlich 2 € Rabattcoupon für L'Oréal Hair-Expertise. Kann man verschiedene Produkte. Hier 2 € einlösen in ganz vielen Geschäften. Die stehen hier unten. Werde ich auf jeden Fall mir mal in den Geldbeutel machen. Und jetzt ist so, da bin ich wieder. Meinungsumfrage für die Elternzeitschrift. Eltern gratis lesen und bewerten. Ich hatte die Elternzeitschrift schon mal und fand sie jetzt, ja, okay, aber jetzt auch nicht so interessant. Da waren immer nur vereinzelte Artikel, die mich interessiert haben und ich habe wenig Zeit zum Lesen, leider. Deswegen werde ich das nicht machen. Fazit der Box: Ich finde die Mascara toll und das Peeling auf jeden Fall super. Das Shampoo und die Spülung muss ich mal ausprobieren, ob die was für meine feinen Haare sind oder ob die zu reichhaltig sind. Ja, erste Box finde ich eigentlich positiv. Also ich bin positiv überrascht, auch dass was zum Lesen dabei ist. Wenn ich es nicht schaffe zum Lesen, dann kriegt es die Oma, die freut sich immer drüber, meine Zeitschriften zu lesen. Und ich schreibe euch den Preis jetzt da noch hier hin, was die Box kostet. Ich habe jetzt, wie gesagt, nur ein 3-Monats-Abo. Dann lasse ich mich jetzt mal überraschen, was in den nächsten 2 Boxen ist und mal schauen, ob ich es mir gönne, die regelmäßig zu bestellen oder ob ich vielleicht meine andere Box, jetzt zum Beispiel keine Beauty-Box, sondern so eine My-Couch-Box oder die Degusta-Box oder mal sowas ausprobiere. Mal schauen und das bespreche ich mit meinem Mann. Lasst euch überraschen, was für Boxing- oder Unboxing-Videos noch kommen werden. Mädels, das war's. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielleicht kennt ihr ja noch gar nicht die Gala Beauty Box. Also ich kannte sie noch nicht. Ich habe sie auf YouTube entdeckt. Ihr könnt mir ja mal unten reinschreiben, von welcher Box ihr begeistert seid oder welche Box ihr abonniert habt. Das würde mich mal interessieren. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bis bald. Tschüss.